Das heißt, wir werden heute auch durch das Epizentrum der Flutkatastrophe fahren. Mal gucken, ob das eine sehr gute Idee ist. Mega geile Aussicht. Klar fahre ich da runter. Das mache ich genau ein einziges Mal. Ja, genau, hier stand mal eine Brücke, ne? Jetzt gibt es eine Behelfsbrücke da hinten. Ja, und dieses Haus ist gerade sinnbildlich für das, was bei mir hängen geblieben ist. Ich denke, wir beide gehen da mal rein. Einen wunderschönen guten Morgen aus Odendorf in Swisttal. Ja, habe hier gestern den Abend mit meinem Kumpel verbracht im Garten. Die haben gerade alles repariert und irgendwie immer noch Bock auf Baustelle und bauen sich gerade einen Pool. Nächste Möglichkeit links. Deswegen war da ein bisschen Chaos und Baustellenchaos. Oh, das ist immer schön. Ja, mein erster Eindruck nach einem Tag hier im Ort und ein bisschen rumlaufen, mit ein paar Leuten sprechen ist, dass zumindest ein Großteil der Hilfe angekommen ist. Also die allermeisten Gebäude sind wieder in einem guten Zustand. Heute führt uns unsere Route von Odendorf über diesen Berg, den wir da vor uns sehen, und zwar genau drüber, an die A und dann der A entlang bis zum Rhein zurück. Das heißt, wir werden heute auch durch das Epizentrum der Flutkatastrophe fahren. Mal gucken, ob das eine sehr gute Idee ist, weil ich schätze mal, dass der Radweg nicht das ist, was sie zuerst repariert haben. Aber mal gucken, hier in Odendorf, habe ich ja schon gesagt, sieht man nur noch vereinzelt von der Katastrophe. Offensichtlich wurde den meisten von der Versicherung oder durch Spenden oder einfach durch Hilfe geholfen. Ich habe ja auch viel gehört, dass eben in vielen Gebieten keine Hilfe angekommen ist. Schauen wir mal, wie es da unten aussieht. Schneller? Kann er laufen? Ja? Das ist nicht wirklich schnell. Naja, das ist die Hitze, die setzt ihn immer sehr zu. Links. Wie scharf links? Oh komm, ich sehe wieder so fiese Sachen hier mit mir, ne? Das ist aber asphaltiert, das bleibt auch asphaltiert, oder? Versprichst du, ne? Ja, ich will lieber da lang fahren, bitte. Ich will nicht hier lang fahren, das ist bestimmt schrecklich. Nein, ich will nicht. Das Ding will jetzt hier gleich irgendwie geradeaus. Das kannst du komplett knicken. Nee, Komoot. Du bist komplett wahnsinnig, bist du. Alter, ich programmiere dich doch neu. Du bist ja zu nichts zu gebrauchen. Dann muss ich halt wieder 2 Jahre voll arbeiten und Komoot vernünftig machen. Das kann doch nicht euer Ernst sein, Mann. Klar fahre ich da runter. Das mache ich genau ein einziges Mal. Ist klar, Komoot. Sofort fahre ich einfach hier runter mit meinem Gespann. Ich werde das ganz bestimmt auch super kontrollieren können. Die Aussicht ist wenigstens schön, aber das machen wir auf gar keinen Fall. Also nicht mal ein paar Zentimeter, das ist glatter Selbstmord. Ganz einfach Selbstmord. Also das würde ich nicht mal, also wenn man ein erfahrener Downhill-Fahrer ist, hallo, die Physik setzt ja nicht aus, nur weil man irgendwie Bock auf irgendwas hat. Also,
Ich fahre stattdessen diesen Weg hier runter. Gucken wir mal, wo der hinführt. Tja, hier bietet sich dann doch ein links auf etwas anderes Bild als in Odendorf. Hier war natürlich das Maß der Zerstörung um einiges höher und auf einer größeren Fläche verteilt. Ich soll hier rüber oder was? Warte mal kurz. Wo willst du denn jetzt lang? Da runter irgendwie, da ist doch kein Weg mehr. Das wird nichts, du. Da ist leider kein Weg mehr, den du hier erhoffst. Links. Ich glaube, Navi, das ist nicht so die beste Idee des Tages, aber wir können hier mal den Hund reinschicken. Ja, das könnte auch meine ganze Planung heute ein bisschen zerstören, weil der Radweg, den ich jetzt im Navi habe, den gibt es halt auch gar nicht mehr. Tja. Lass mal den Hund mal was trinken. Komm, was trinken. Ja, genau, hier stand mal eine Brücke, ne? Jetzt gibt es eine Behelfsbrücke da hinten. Schade, ich hatte ein bisschen gehofft, dass es hier genauso aussieht wie in Odendorf, dass die auch einfach alles schon längst wieder aufgebaut haben und alles schön ist, aber natürlich ein bisschen naiv, diese Idee. Das wird hier vielleicht noch ein Jahr dauern, bis das hier wieder heile ist. Oder länger. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Helfer ins Ahrtal. Ja, und dieses Haus ist gerade sinnbildlich für das, was bei mir hängen geblieben ist. Es ist komplett zerstört, aber voller Dankbarkeit und Solidarität. In Odendorf gestern trügt ein bisschen, wie wir hier so sehen. Hier ist noch ganz schön viel Verstörung und dieses Plakat zeugt jetzt nicht unbedingt davon, dass die Leute mit der Situation besonders zufrieden sind. Ich kenne die Hintergründe, die Details nicht. Ich weiß nicht, wer da wie wo reguliert wurde. Ich habe in Odendorf jetzt mitbekommen, dass die eine Frau, die ich persönlich kennengelernt habe, die überhaupt nicht versichert war oder unzureichend, dass die sehr viele Spenden erhalten hat. Aber wie wir hier sehen, hier ist noch viel Arbeit und da glaube ich nicht mal angefangen. Hier schon wunderschöne Natur, wunderschöner kleiner Fluss, wenn man nicht wüsste, wozu er fähig ist. Ja, wie zu erwarten war, ist natürlich der Radweg an der A nicht mehr vorhanden. Hier stehen auch Schilder, dass der nicht durchgängig befahrbar ist. Da habe ich gerade kurz vorgehalten, wollte mir es durchlesen. Da kam ein Einheimischer und hat mir dann hier diesen Weg hier empfohlen. Oh gut, er hat gesagt, es geht ein bisschen hoch und runter. Es geht schon ein bisschen doll hoch und runter, aber okay. Also hier durch die Weinberge können wir schön fahren. Wird dann vielleicht ein bisschen anstrengender. Ja.
Er hat mir auch den ersten Eindruck, den ich jetzt hier habe, bestätigt. Er sagt auch, Odendorf kennt er. Die Gegend da, das ist weitestgehend wieder alles hergestellt, bis auf ein paar Gebäude, wo halt noch gebaut wird und ein paar, wo halt auch der Stillstand ist. Hier in dieser Gegend ist das wohl ganz anders. Ich habe jetzt nämlich nicht so lange mit ihm unterhalten, aber er sagte, wie gesagt, einfach, dass es hier komplett anders ist. Und dass er zum Beispiel aus seiner Wohnung geflüchtet ist, die unversehrt zwar ist, aber er hält es einfach nicht aus, weil er seit über einem Jahr den ganzen Tag nur Baulärm hat. Das ist ja auch was, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Natürlich, die Leute, die da jetzt auch schon wieder wohnen, also ich habe selber mal auf einer Baustelle in Bremen gewohnt, ja, es ist echt einfach nervig. Es ist einfach nervig und die Kulisse da gerade, du hast einfach aus jedem Gebäude irgendwelche lauten Geräusche gehört und das kannst du bestimmt mal 2-3 Tage oder eine Woche ertragen. Aber ein Jahr, da ist ein bisschen hügelig, hat er gesagt. Ein ganz kleines bisschen, nö, da sind keine Berge, ist nur ein bisschen hügelig, das ist klar. Also, in Bremen ist das der höchste Berg der Welt. Und der Akku gibt auf. Muss ich gleich mal tauschen. Naja, ein bisschen hügelig. Da geht es gleich wieder hoch und runter. Gut, ich tausche meinen Akku und lade den hier vorsichtshalber nochmal nach. Das werden jetzt ein paar Höhenmeter, die nicht eingeplant waren. Ich habe mich jetzt entschlossen, das Epizentrum der Katastrophe links, in diesem Fall rechts, liegen zu lassen. Also ich fahre da jetzt nicht nochmal an die A. Ich denke, wir haben jetzt mal einen ganz guten Eindruck gekriegt. Odendorf, da hat der Aufbau überwiegend schon sehr gut funktioniert. Hier ist er zum Teil noch im vollen Gange, hat teilweise noch gar nicht begonnen, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben den Rheinradweg erreicht und der war jetzt auf den ersten Kilometern ganz schön bodenwellig, ist es auch immer noch. Und das hat dazu geführt, dass Pflanzi, das Palmi hier, akute Probleme bekommt. Die ganze Blumenerde ist nämlich jetzt einfach rausgebröselt. Das heißt, wir brauchen einen neuen Topf, der dicht ist irgendwie. Und wir brauchen vielleicht oben irgendwie so eine Art Netz, dass die Erde da auch nicht raus kann. Und wir brauchen neue Erde. Ich denke mal, oh, da war Erde. Oh, oh, stopp. Halt, stopp. Alles zurück. Mal gucken, ob wir hier keinen gefährden. Aber sonst selbst. Da war Erde. Ach, Erde ist schon mal das Erste, was wir brauchen. Jetzt fällt Pflanzi raus. So, ich habe irgendwo eine Schaufel, die suche ich raus. Und dann machen wir da ein bisschen Erde rein. Das ist zwar eher Sand als Erde. Immerhin. Besser als nichts, ne? Hoffe ich. Mal gucken. Wir haben da hinten ja auch Wasser zur Not. Ja, erstmal Pflanzi retten. Ha, Palmi. Oder wir nennen sie Pflanzi. Pflanzi / Palmi. Doppelname, genau. Pflanzi Palmi. Ein bisschen Soße reinschütten, müsste das doch genau wieder richtig gute Erde werden. Zauber, aber Kadabra. Ich meine, das wird halt jetzt alles schön. Nee, bisher tropft es nicht. Bist du laufen, bis du komplett tot bist? Gut. Dann los. Dann los. Zu eng darf man hier nicht. Rechts rum darf man nicht so eng. Links geht das. Vorsicht, Fahrrad kommt. Ich denke, wir beide gehen da mal rein. Und dann gehen wir zusammen rein. Nicht so tief, das ist eine Schifffahrtsstraße, das ist kein Badesee. Ja, nur hier an Anfang. Gilt auch für euch zu Hause, das ist nicht zum Schwimmen gedacht. Kurz mal die Füße reinstrecken, das wird wohl schon gut gehen. Oh, ist das schön. Das mögen die Füße aber. Hier ist Spaß. Jetzt wird's ernst. Oh, schön. Oh. Schön und kühl. Oh, schön und kühl. Bisschen reinigen.
weiter geht's. Weiter geht's auf den Rheinradweg. So, hier gab es jetzt lecker Essen und Eis. Oh, das hat Energie gebracht. Und vor allem dadurch, dass ich mir jetzt ein Ladekabel geholt habe, so eine Mehrfachsteckdose, kann ich jetzt beide Akkus gleichzeitig laden. Einen mit dem Schnellladegerät und einen mit dem normalen. Und noch die Goal Zero nebenher. Also, Fahrrad ist voll. Wir brauchen heute keinen Campingplatz. Es ist 19 Uhr, es ist schon 19.42 Uhr. Ups. Das ist leider zeitlich ein bisschen eskaliert. Aber wir müssen jetzt auch eigentlich nur noch irgendwo einen kleinen Schlafplatz finden. Und sowas werden wir ja finden. So, Fähre wollten wir nicht nehmen, deswegen fahren wir jetzt drauf. Ich habe nämlich gerade erfahren, dass diese Seite des Rheins total blöd zu fahren ist. Und das habe ich auch gerade auf dem Navi gesehen. Ich müsste nämlich jetzt hier irgendwie 5 Kilometer weg und dann irgendwo durch die Walachei fahren. Auf der anderen Seite hingegen ist es richtig gut und deswegen fahren wir jetzt hin. Ja, wir haben ein kleines technisches Problem. Und zwar unser Mantel am Hinterreifen ist komplett blank und verliert Luft. Ja, das Problem wurde gerade durch Passanten freundlicherweise gelöst, die mir gerade mal eine vernünftige Pumpe zur Verfügung gestellt haben. Ja, jetzt geht's noch schnell einen Schlafplatz suchen. Es ist gleich dunkel, das heißt hier volle Beleuchtung. Und dann müssen wir morgen auf jeden Fall mal Reifen wechseln. Wie man sehen kann, ist es ziemlich dunkel. Wir haben hier auch unsere ganze Flaggschiffbeleuchtung das erste Mal an. Ja, der Reifen ist platt, der Schlauch scheint beschädigt. Ich habe das jetzt auch gerade auf dem Kilometer, den ich hier wieder hergerollt bin, ganz stark gemerkt. Wenn der Luftdruck runtergeht, ist das hier unfahrbar. Und was machen wir mit niedrigem Luftdruck? Ins Gelände. Dafür ist das ja da. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt hier spontan einen guten Schlafsack finden. Einen Schlafplatz finden, wo wir ein bisschen ungestört sind, aber ich glaube, das könnte was werden. Hier gehen halt viele Leute mit Hunden spazieren, das ist schon mal klar. Ich werde auf jeden Fall anspruchslos sein. Gut, ich baue mich hier auf, dann werde ich diesen wunderschönen Ausblick hier noch ein bisschen genießen. Hier werde ich auf jeden Fall richtig in Ruhe schlafen können. Außer es kommen morgen irgendwie ein paar Hunde, das kann wohl passieren. Ja, schön. Ja, das war's dann für heute von Ruby on Trails. Abo, Glocke, Like-Button, wisst ihr, brauche ich euch nicht jedes Mal sagen.